Oh je, Freunde, ihr seht es schon im Hintergrund. Der Boss der zweiten Welt wartet auf uns. Und damit seid herzlich willkommen zu einem neuen Part Donkey Kong Country Tropical Freeze. So, wir haben im letzten Part die letzten Level und die letzten Puzzleteile gesammelt von den letzten Leveln. Und auch das Tempel-Level gemacht, was uns tatsächlich die ein oder anderen Nerven gekostet hat. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, ist sehr empfehlenswert. Schaut es euch gerne an, damit ihr auf dem neuesten Stand seid. Damit ihr jetzt auch wisst, warum wir jetzt zum Boss gehen. Affenaufstand heißt das Level. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Hört sich an, als würde es verrückt werden gleich. Ich habe gerade schon gesehen, der Specht ist wieder da. Ich glaube, den haben wir zum zweiten Mal gesehen. Vielleicht habe ich ihn noch ein paar Mal verpasst. Aber jetzt ist er mir gerade ins Auge gestochen. Und was mir auch sehr ins Auge sticht, ist die Atmosphäre hier mit dem Nebel und dem Sonnenuntergang. Gefällt mir sehr, sehr gut. Sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch. Und die Kanone schießt uns auch jetzt direkt in die Eule. Oh, wo wir landen. Und hier sind mehr als nur eine Eule. Und die Eule mag anscheinend Bananen. Okay, die Eule mag keine Bananen. Und da wäre ich genauso geschockt wie die beiden gerade. Also das ist mit Recht. Oh, die Eule sieht aus, als wäre sie nicht ganz so erfreut, die Beine zu sehen. Ich glaube, mit der Eule ist nicht gut Bananen essen. Würde ich jetzt mal so grob behaupten. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, was hier jetzt auf uns zukam. Genau das wusste ich sogar noch. Und ich meine, dass man hier auch safe war. Ne? Okay, hier kommen die Küken raus von der Eule. Oh, das sind... Oh. Gemein, dass die Eule ihre Kinder tötet. Und ich glaube, wir konnten... Genau, sie jetzt nochmal direkt attackieren. Okay, jetzt kommt Eis. Okay, das läuft ja bis jetzt schon mal gar nicht so ultra verkehrt. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, das war knapp. Das war verdammt knapp. Okay, wir treffen sie jetzt nochmal. Dann müssen wir sie, glaube ich, schon dreimal getroffen haben. Ja, sehr gut, Freunde. Können wir uns hier nochmal zwei Bananen... Okay, da können wir uns mal zwei Bananenmünzen mitnehmen. Können wir dich hier mitnehmen? Nee, können wir nicht. Egal, dann werden wir auch nach oben geschossen. Und die Eule ist jetzt auch ein bisschen sauer. Und sie versucht uns jetzt gerade wegzuwehren. Was müsste man hier machen? Ah, ich glaube, ich weiß es. Ich weiß es. Oh, komm mal her. Ich hoffe mal, dass das jetzt funktioniert. Oh, dumm. Uiuiuiuiuiui. Okay, wenn unten die Krallen blinken. Oh, oh, nein, nein, nein. Oh, schnell ins Fass hier. Oh, zweimal, zweimal. Warten kurz. Nicht, dass wir zu früh sind. Sehr gut. Uiuiuiuiui. Oh, wieder. Oh, mein Gott. Warum hat uns das Ding jetzt attackiert? Oh, wir werden attackiert. Oh. Oh, wieder dumm. Oh, oh. Das sieht schlecht aus für uns. Was passiert jetzt? Okay, dasselbe wie gerade. Hoffen wir mal, dass wir das jetzt hinbekommen. Nochmal so wie gerade. Das war nämlich echt ziemlich gut. Und wupp. Oh, sehr gut. Oh boy. Das Herz ist jetzt wichtig. Oh. Wieder ducken. Ducken, wichtig. Was kam jetzt? Oh, genau, die Federn. Oh, Hilfe. Oh, dasselbe jetzt nochmal von hier. Und rein. Okay, jetzt nochmal. Das ist sehr schwer, finde ich. Tatsächlich. Okay, da müsste dann jetzt ein Ei-Eule rauskommen, genau. Oh, 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 oh. Nein, das hätte es sein können. Das hätte es sein können, aber es war es leider nicht. Egal, jetzt kommt nochmal diese Windaktion. Oh, ich glaube, jetzt ist aber ein bisschen windiger geworden, glaube ich. Oh. Oh, 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 oh. Ja, Wollo getroffen sogar. Sehr gut, Freunde. Das klappt doch hier sogar ziemlich gut. Dafür, dass jetzt der erste Versuch, glaube ich, ist. Ist das tatsächlich gar nicht schlecht. Und das sieht jetzt tatsächlich umso schlechter aus. Oh, oh. Okay. 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 Oh, ein Herz wäre gut, ein Herz wäre gut, ein Herz wäre gut. Was passiert jetzt? Was? Oh mein Gott. Freunde. Okay. Okay, das kann man aber ziemlich gut hier managen. Oh, boy, das war scheiße. Okay, das war's mit Trixie. Okay, Donkey.
Oh, scheiße. Dich brauchen wir. Dich brauchen wir. Und zwar... Oh, für dich. Sehr gut. Das war gut. Okay, was passiert jetzt? Oh, oh. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Hilfe. Scheiße. Oh, mein Gott. Nein. Das wäre es fast gewesen, Freunde. Ich glaube, wir waren wirklich kurz vor Ende. Wir hätten sie noch ein oder zweimal treffen müssen. Ah, ist das ärgerlich. Das ist jetzt ärgerlich. Egal. Gut, das brauchen wir dann ja jetzt nicht nochmal sehen. Oh, Freunde. Das hat mich jetzt ein bisschen geärgert. Wir hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Oh, Sprung! Okay. Hier, dich nehmen wir auf jeden Fall mit. Oh mein Gott. Oh, das können wir dann jetzt nochmal machen. Und uns sogar ein bisschen beeilen dabei. Okay, nee. Nee. Oh, jetzt kommen die... Genau, jetzt kam wieder das. Oh. Ja gut, hätten wir uns jetzt nochmal... Na gut, die Mühe haben wir uns jetzt umsonst gemacht, das Ei mitzunehmen. Ich glaube, das war es jetzt schon. Ja genau, jetzt wird es wieder böse. Jetzt geht es wieder in Phase 2 und wir waren ja gerade schon bei Phase 3. Also da hat es tatsächlich ziemlich gut funktioniert. Was kam jetzt? Okay, jetzt kam... Okay, jetzt haben wir direkt eine Chance, sie zu attackieren. Sehr gut. Freunde. Oh, das war sehr gut. Das war verdammt gut. Oh, das war verdammt gut, Freunde. Oh, du. Uiu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 i. Ach, genau. Jetzt reinrollen. Wir dürfen nicht so früh rein, weil sonst werden wir, glaube ich, von den Federn getroffen. Das heißt, kurz reinrollen. Oh, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Okay, jetzt kommt wieder die Eule, die uns attackiert. Und wir hätten jetzt gerne ein Herz gebraucht. Scheiße. Eule? Nein! Oh, das war knapp. Wir brauchen unbedingt ein Herz. Kommt hier jetzt... Also, wir, entweder müssen wir das jetzt schaffen, oder es muss ein Herz rauskommen. Oh, und es kommt sogar ein Herz raus. Super. 1A. Oh, das war knapp. Okay, jetzt ist sie anscheinend richtig wütend. Oh, wei. Ich hatte jetzt gar nicht Zeit, auf diesen Hintergrund einzugehen. Das mit dem Baumhaus fand ich, glaube ich, sehr cool. Oh, scheiße, scheiße. Hier müssen wir schneller sein. Hier müssen wir schneller überlegen, schneller überlegen. Okay, hier hin, hier hin, hier hin. Okay, und sie schießt nochmal. Okay, was passiert? Was passiert jetzt? Okay, jetzt... Genau, jetzt flogen die vom Himmel. Okay, das kann man auch ziemlich gut managen. Ich glaube, wir können die sogar wegrollen, aber ich will es endlich mal ausprobieren. Weil dann geht es wahrscheinlich in die Hose. Auch wenn wir uns damit vielleicht ein Leben safen könnten. Oh. Dich nehmen wir auf jeden Fall mit hier. Und wo kam die Eule? Okay, sie kam jetzt von rechts. Dann können wir sie attackieren und uns nochmal ein Herz dazu gewinnen. Sehr gut, Freunde. Sehr gut. Was passiert jetzt? Oh nein, jetzt fallen die Eier. Oh, oh. Okay, man kann es... Scheiße. Man kann es oben tatsächlich erkennen. Von wo die fallen. Oh, da ist die Eule. Sehr gut. Oh, ein Herz wäre besser gewesen, aber eine Banane nehmen wir mit. Oh, oh. Oh, ich glaube, die sind jetzt ein bisschen größer geworden. Oh, das... Oh, oh. Oh, oh. Wir müssen sie noch einmal treffen. Okay, einmal noch, einmal noch. Wir schaffen das. Wir schaffen das, wir schaffen das. Schießt sie jetzt von beiden? Ja, okay. Das ist halt mega. Okay, aber von der rechten Seite schießt sie irgendwie immer nur dreimal. Okay, was passiert jetzt? Okay, das passiert wieder. Oh! Okay, ich dachte, es wäre das gleiche System, aber es ist jetzt etwas andere Reihenfolge gerade. Oh, oh. Ganz vorsichtig. Jetzt können wir schön nach links gehen. Ja, oh, 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 oh. Nehmen wir dich mit? Nein, nehmen wir nicht. Bitte, komm hier. Komm hier. Jawohl. Komm, einmal noch. Eule. Jawohl. Das war ein bisschen doof jetzt. Egal, Freunde. Auch wenn wir sie jetzt nur einmal geschafft haben. Neue Figuren bei Funky erhältlich. Aha. Figuren also. Haben wir es jetzt tatsächlich ziemlich gut geschafft.
Das ist jetzt tatsächlich etwas unbefriedigend, dass ich sie am Anfang, dass ich sie jetzt am Ende nur so fast gar nicht getroffen habe. Egal. Wir haben sie besiegt. Und schalten somit die dritte Welt frei, Freunde. Oh, oh. Oh! Eine Savannenwelt. Oder so. Ja, doch so savannemäßig. Okay. Ich würde sagen, dass wir jetzt auch direkt das erste Level spielen. Reripolka. Gefällt mir aber auch sehr gut. Wir gucken uns das einmal an. Sehr schön, sehr schön. Also ich vermute mal, dass es jetzt wirklich so wüstentechnisch ist. So ein bisschen Sahara. Nee, Savannemäßig, so wie bei Madagaskar. Oh, und der Hintergrund gefällt mir ja sehr gut. Das gefällt mir sehr gut. Das erinnert mich so ein bisschen an meine Tante. Die ist auch immer in so einem Style gewesen. Die hat auch so recht viel so eingerichtet. Erinnert mich tatsächlich deshalb ein bisschen an früher. Und die Musik ist auch cool. Und das sieht so schön aus. Sieht wirklich wunderschön aus. Okay, der Track ist anscheinend so gut, dass sogar die Bäume hier tanzen. Ist hier oben was drin? Denkt ihr, man kommt da hoch? Oh, was ist das für ein Tier? Oh, oh. Oh, scheiße. Vergessen wir das mal lieber ganz schnell wieder. Oh, no, 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 Sabesta. Oh, no, 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 Sabesta. Scheiße. Oh. Nein! Nein! Okay, nur eine Bananenstaude. Ich dachte, da wäre ein Puzzleteil. Aber irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass oben, da oben irgendwas ist. Obwohl. Aber es könnte tatsächlich sein. Weil ich glaube, mit Dixie oder Trixie könnte man da hinkommen. Oh, und die Bäume, die sind aber auch hier echt am Dancen, ne? Ich meine, bei der Musik kann ich es tatsächlich. Ja, ja, ja. Gefällt mir sehr gut. Sehr schön, sehr schön. Und ich kriege mit Trixie tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich es riskieren soll, nochmal zurückzugehen. Oder ob es sich dann überhaupt nicht lohnt. Okay. Was bekommen wir hier? Bekommen wir hier ein Puzzleteil? Tatsächlich. Ja, sehr gut. Oh! Okay, jetzt sind wir eh unbesiegbar. Gut, dann machen wir es so. Und dafür, dass es erst das erste Puzzleteil sind, sind wir tatsächlich schon ziemlich weit im Level, ehrlich gesagt. Deshalb habe ich da ein ganz grobes Gefühl. Obwohl, nee, wir haben hier das erste K. Wie viele Puzzleteile gibt es hier? 9. Oh, oh. Ich hoffe mal, dass wir noch keins verpasst haben. Okay. Aber hier ist schon mitten Ziel. Können wir das hier vielleicht reinkloppen, oder? Okay, ist aber jetzt auch nichts mehr gespawnt, ne? Hm, komisch. Egal. Wir werden es ja am Ende sehen. Oh, 2 Leben. Nehmen wir uns doch gerne mit. 2 Leben gefallen mir gut. Oh, scheiße. Oh mein Gott. Ich will das hier eigentlich nur wegrollen. Egal, dafür haben wir jetzt unsere Trixie verloren. Oh, Scheibenkleister. Ja, wo brauchen wir jetzt das Herz? Das ist ja jetzt mal ganz schön viel Quatsch, oder? Bananen sammeln wir natürlich alle ein. Der Baum, der ist. Die Musik ist aber auch gut, ne? Manchmal muss ich ehrlich sagen, dass ich tatsächlich das erste Level einer Welt immer am allerbesten finde. Hey, schaut es euch an. Es ist tatsächlich so wunderschön. Mit den ganzen Details und allem, was dazugehört. Also irgendwie haben wir bis jetzt sehr wenig Puzzleteile gesammelt. Das finde ich tatsächlich etwas eigenartig. Oh! Ich dachte, da wäre ein Puzzleteil gewesen, deshalb wollte ich nochmal zurückziehen, auch wenn das jetzt eigentlich total dumm war. Egal. Oh, no, no, Shabesta. Oh, no, 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 Shabesta. Kleine Gesangsanlage von mir. Ist jetzt, glaube ich, nicht ganz so schön gewesen, wenn ich gerade. Was bin hier drin? Mann, diese rollenden Dinger, die machen mich aber auch ein bisschen kirre, ne? Das sammeln wir ein. Bananas. Okay, Bananen. Oh. Oh, oh. Oh mein Gott. Oh. Okay, wir gehen mal hier lang. Okay, da finden wir tatsächlich das zweite Puzzleteil.
Ich hoffe mal, dass es erst das zweite war. Das wäre sehr schön. Und da unten müssen wir uns fallen lassen. Um noch einen Puzzleteil zu bekommen. Sehr gut. Das ist gut. Was passiert jetzt? Oh, oh. Und da hinten sind die Giraffen und Zebras und pinke Zebras irgendwie auch. Okay. Ich mach mal, wenn das O oben ist. Achso, okay. Ah, hier haben wir direkt was. Okay, wir müssen das tatsächlich wegrollen. Das ist gar nicht so einfach, ey. Vor allem nur mit Donkey Kong. Egal. 4 von 9 Puzzleteilen. Ah, okay, das O kommt so. Ich glaube tatsächlich, dass wir mal lieber alles einsammeln, merke ich gerade. Oh, wenn wir das überhaupt schaffen. Okay, sehr gut. O nehmen wir uns auch mit, sehr gut. Okay, Bananenmünze kommt hier hoch. Sehr gut. Kommt hier noch was? Kann mir nicht noch eine Bananenmünze? Wahrscheinlich nicht. Aber trotzdem nehmen wir uns hier auf jeden Fall alle Bananen mit. Was irgendwie gar nicht mal so einfach ist, wie ich dachte. Was tatsächlich viel schwieriger ist, als ich dachte. Und ich habe das Gefühl, dass hier vielleicht ein Puzzleteil sein könnte. Oh. War jetzt nicht ganz so erfolgreich. Tatsächlich. Und mit Leben werden wir belohnt. Sehr schön. Bekommen wir die auch? Okay, ein Leben. Sehr gut. Das war jetzt tatsächlich sehr gut. Und hier bekommen wir auch nochmal sehr gut einen kleinen Begleiter. Und haben jetzt so mit den anderen weggehauen. Was passiert hier? Nur eine Bananenmünze. Nur? Passiert hier noch was? Nee. Manchmal kann man das sogar so ein bisschen mit der Kameraperspektive herausfinden. Manchmal schaltet er dann direkt so ein bisschen rüber. War jetzt nicht der Fall, deshalb hoffe ich einfach mal, dass hier jetzt nichts weiteres mehr kam. Und hier kommt ein Puzzleteil. Scheiße! Oh, ist da unten ein Puzzleteil? Ich meine, warum sollte da jetzt ein Puzzleteil sein? Aber sieht halt so verdächtig aus, ne? Weil warum sollte man hier sonst was hin tun, wenn hier nicht irgendein Secret wäre? War das ein Fehler? Okay, nee, ist nicht. Ich dachte, vielleicht geht das Ding jetzt in die Luft. Ja, super. Bitte nicht immer droppen, wenn ich gerade dranhänge. Dankeschön. Ich muss kurz warten und... Okay. Funktioniert! Verdammt. Scheiße, gerade merke ich. Ey, was soll denn das? Egal, dann machen wir, probieren wir es jetzt. Okay, so wäre es tatsächlich noch schneller gegangen. Ach, Freunde. Okay. Da ist noch eine Kanone. Schießt uns ins Bonus-Level. Ich hoffe mal, dass das das Einzige hier ist. Oder dass noch eins kommt, dass wir noch keinen verpasst haben. Hoffe ich, ehrlich gesagt. Rampen gehen. Okay. Tatsächlich ganz okay. Die Banane nehmen wir uns lieber jetzt schon mal mit. Sehr gut. Oh. Sehr gut. Dank Inky in diesem Part sehr oft sehr gut. Triggert mich ein bisschen. Und was mich noch mehr triggert, ist, wenn wir diese Banane hier jetzt nicht bekommen. Aber ist natürlich kein Eck für uns. Okay, sehr gut. Haben wir das Puzzleteil auch mit eingesammelt? Ich glaube, das müssen jetzt 7 schon sein. Okay. Speichern wir uns natürlich jetzt mal ab. Wo Puzzleteile ja, glaube ich, immer direkt gespeichert sind. Eh. Hm, haben wir hier unten was? Nö. Diese Hühnchen, irgendwie... Oder was ist das überhaupt für ein Vogel? Das sieht aus wie so ein zerfetztes Huhn irgendwie. Können wir da jetzt trotzdem dran? Ja. Oh, da unten, der ist aber gut getarnt jetzt. Oder ich war einfach ein Blindfisch und habe nicht drauf geachtet, weil den habe ich nur ein bisschen im Augenwinkel gesehen. Okay, hier kriegen wir nichts mehr. Oh, eine Schlange. Machen Schlangen. Oder klappert Schlangen machen. Ja. Okay, hier können wir dran klettern. Oh mein Gott. Hilfe. Nehmen wir uns das Leben noch mit. Das.
Vielleicht mit einer Rollattacke? Sagte mit einer Rollattacke. Klappt es irgendwie auch nicht. Sondern wir müssen uns kurz. Ach, Donkey Kong. Wie dummer Affe. Okay, egal. Ist da unten vielleicht was? Weil ich meine, uns fehlen zwei Puzzleteile, ne? Okay, wir kriegen auf jeden Fall schon mal nichts dafür, dass wir die Eule killen. Oh, no, 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 schaffe ich da. Das können wir dann hier ein bisschen überspringen. Da bekommen wir vielleicht doch was dafür, dass wir die Eule killen, sondern aber erst später. Eigentlich will ich es herausfinden. Okay, bis jetzt haben wir noch nichts bekommen. Hier bekommen wir bestimmt ein Puzzleteil. Oh, 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 oh. Wenn wir uns jetzt nicht komplett doof anstellen, bekommen wir tatsächlich ein Puzzleteil. Hoffentlich ist das nicht das letzte Puzzleteil. Sondern dass hier noch eins kommt irgendwo. Egal, wir brauchen das jetzt nicht. Ich bin hier full. Okay, die Bananen müssen wir vielleicht noch mitnehmen. Haben wir. Oh, gut gemacht. Auch wenn das jetzt gerade sehr, sehr knapp war. Okay. Hier sind überall noch Möglichkeiten, ein Puzzleteil zu verstecken. Manchmal blitzt das da hinten so auf und dann sieht es aus, als wäre das dieses Blitzen vom Puzzleteil. Aber ist es manchmal sogar nicht mal. Und die Schlangen bewegen sich hier ziemlich gut. Oh, Looping. Oh, Moment mal. Ist da unten vielleicht was? Wenn man hier so ist, vielleicht? Probieren es mal aus. Ne, bis jetzt aber tatsächlich nicht. Hm. Komisch. Egal. Oh, hier müssen wir uns droppen lassen. Okay. Alles klar. Oh, hier nehmen wir uns natürlich auch nur das Leben mit, ne? Klar, kein Problem. Das vergessen wir jetzt einfach, okay? Puzzleteil genau haben wir. Oh mein Gott. Okay, wir haben tatsächlich auch schon 999 Bananenmünzen, sehe ich gerade, weil wir nicht mehr angezeigt bekommen, dass wir neue bekommen. Und hier jetzt einfach droppen lassen. Und schießen. Und ich glaube, das war's. Ich glaube, hier bekommen wir kein Puzzleteil mehr. Oder? Ich glaube nicht. Ach, Freunde, ärgerlich. Oh, und nur eine Banane. Ach, das ist blöd. Das ist blöd. Egal. 8 Puzzleteile haben wir. Ich hole eben noch das letzte. Und dann gucken wir mal, wo das versteckt war. Ich bin gespannt. Okay, Freunde, wir waren tatsächlich etwas idiotisch. Und ich glaube, wir haben das kleine Ding nicht gesehen. Och, da hätten wir einfach das Puzzleteil easy mitnehmen können. Aber ich war ein kleiner Blindfisch und natürlich es nicht gesehen. Egal, dann spielen wir das Level eben schnell zu Ende. Fertig haben wir alle Puzzleteile. Sehr schön. So, Freunde, ich würde sagen, wir machen im nächsten Part mit Baobab Boogie weiter. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn er euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen. In dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und lasst es euch gut gehen. Ciao, Freunde.